Vorsicht, Spoiler! Der Ballon d'Or 2023 geht an Lionel Messi. So richtig spannend wird die diesjährige Verleihung also nicht. Viel spannender ist jetzt, ob denn Messi diesen Titel überhaupt verdient hat. Über diese Entscheidung sind einige Fußballfans nämlich sehr wütend. Doch sind sie es zu Recht? War Haaland wirklich viel besser als Messi? Die Vergabe des diesjährigen Weltfußballer Awards von France Football findet zwischen den zwei Akteuren Lionel Messi und Erling Haaland statt. Während einige eine Vergabe an Haaland für die einzig sinnvolle Option halten, ist es für andere genau andersherum. Ihrer Ansicht nach verdient Messi die Auszeichnung ein unglaubliches 8. Mal. Doch schauen wir uns beide Cases mal genauer an. Was spricht für Haaland? Naja, Haaland hat mit Manchester City das Triple gewonnen. Die Premier League, den Pokal und die Champions League einzufahren, ist im Vereinsfußball das Maximum der Gefühle. Dabei war Haaland nicht nur irgendein Spieler im Kader von Man City, sondern der Goalscorer. Er schaffte es zum einen, die Premier League und zum anderen die Champions League zu zerschießen. In der Liga waren es in 35 Spielen unglaubliche 36 Tore und 8 Vorlagen. Somit stellte er einen historischen Liga-Torrekord auf. In der Champions League sammelte er in 11 Spielen 12 Tore und 1 Assist. Und individuell gewann er den Premier League Golden Boot, die Player- und Goalscorer of the Year Auszeichnungen, den Champions League Golden Boot und den European Golden Shoe. Für einen Stürmer ist das die Definition einer perfekten Saison. Was spricht gegen Haaland? Naja, was man ihm ankreiden könnte ist, dass er in den wichtigen Partien nicht da war. In der Champions League erzielte er im Halbfinal-Hin- und Rückspiel kein Tor und musste auch im Finale passen. Auch im FA Cup Halbfinale und Finale gab es keinen Scorer von Haaland. Nun könnte man auch noch nennen, dass er an der WM mit Norwegen nicht teilnahm. Zwar nichts Besonderes, da Norwegen ohnehin in ihrer Geschichte nur an 3 Weltmeisterschaften teilnahm, doch das Ganze fällt dann ins Gewicht, wenn man sich die Saison seines Kontrahenten anschaut. Lionel Messi, was spricht für ihn? Auf Vereinsebene mit Paris Saint-Germain liegt Messi im Gegensatz zu Haaland deutlich weiter hinten. Paris gewann nur die Liga und den Supercup. In 32 Partien erzielte Messi dabei 16 Tore und legte 16 auf. Nicht schlecht, aber Haaland brilliert mit seinen Ligawerten, vor allem wenn man die Qualität der beiden Ligen in Betracht zieht. Auch in der Champions League mussten sich die Pariser früh geschlagen geben, da schon im Achtelfinale gegen Bayern Schluss war. Hier erzielte Messi in 7 Partien 4 Tore und 4 Vorlagen. Das alles wäre ziemlich mager, um im Rennen um den Ballon d'Or dabei zu sein. Doch im Winter vergangenen Jahres spielte sich ein Märchen für Argentinien ab. Messi schaffte es zusammen mit seiner Nation, nach 36 Jahren Weltmeister zu werden. Dabei erzielte er in der Gruppenphase 2 Tore und 1 Vorlage. Und in der K.O.-Phase stellte er einen neuen Rekord auf, indem er im Achtel-, Viertel-, Halb- und Finale des Turniers traf. Naja, und im Finale sogar einen Doppelpack schnürte. Das machten am Ende in 7 Partien 7 Tore und 3 Vorlagen. Individuell fuhr Messi den World Cup Golden Ball, Silver Boot und den Best Player Award ein und knackte dabei verschiedene Rekorde, wie zum Beispiel der erste Fußballer, der in allen 5 Runden einer WM traf. Was man Messi offensichtlich ankreiden kann, ist, dass seine Leistungen in der Champions League quasi irrelevant waren und er in der Ligue 1 eine zwar statistisch ziemlich starke Saison spielte, aber aufgrund des Prestiges der Liga unter das Radar fiel. Naja, und wer verdient nun den Ballon d'Or? Für den Ballon d'Or 2023 ist nicht mehr das Kalenderjahr 2023 entscheidend, sondern die Saison 22-23. Somit fließt auch die Weltmeisterschaft in die Wertung. 100 Medienvertreter der 100 besten FIFA-Nationen vergeben Punkte von 1 bis 6 für jeden Spieler. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt den Ballon d'Or. Und seit 2022 gibt es neue Bewertungsgrundlagen. Diese sollen in absteigender Reihenfolge Anwendung finden. Erstens die individuelle Leistung der Nominierten. Zweitens das Abschneiden mit der Mannschaft. Und drittens das Talent und ihr Sportgeist. Und jetzt kommen wir zur eigenen Meinung. Wer den Ballon d'Or nun verdient? Das muss wahrscheinlich jeder für sich individuell beantworten. Das waren auf ihre Art und Weise zwei extrem besondere Saisons. Auf der einen Seite Haaland. Ein junger Norweger, der in seiner Premier League Debütsaison Man City zum lang ersehnten Champions League Titel schoss und dabei auch die Liga und den englischen Pokal einfuhr. Eine quasi makellose Saison, in welcher er den Premier League Torrekord brach und der einzige Vorwurf der ist, dass er in den Big Stages nicht da war.
Auf der anderen Seite Messi, der mit 35 im Vereinsfußball eine statistisch sehr gute Saison gespielt hat, doch eben keine atemberaubende. Mit der Nationalmannschaft hingegen schrieb er die vielleicht beste Sportgeschichte, die jemals geschrieben wurde. Würde die Ballon d'Or-Vergabe in einem luftleeren Vakuum ohne Emotionen stattfinden, könnte man die Trophäe meiner Meinung nach Haaland geben. Doch so funktioniert die Vergabe des Ballon d'Ors nicht. Die Weltmeisterschaft, die nur alle 4 Jahre stattfindet, hat ein extremes Gewicht. 1998 Zidane mit Frankreich, 2002 Ronaldo mit Brasilien, 2006 Cannavaro mit Italien und 2018 Modric mit Kroatien. Überragende WM-Leistungen werden immer wertgeschätzt. Fast immer. Denn 2010 und 2014 ging die Auszeichnung trotz eines WM-Jahres an Messi und Ronaldo, obwohl diese in der jeweiligen WM nicht gut performten. Meiner Meinung nach könnte man von den 7 bisherigen Ballon d'Ors von Messi eher den ein oder anderen aberkennen, als den diesjährigen nicht zu vergeben. Wenn ihr Bock habt auf ein Video, wo wir die Ballon d'Or-Vergabe der vergangenen Jahre mal kritisch unter die Lupe nehmen, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Doch kommen wir zurück zu 2023. Haalands Saison war irre, keine Frage. Doch aufgrund der zumindest statistisch überragenden Saison für einen 35-Jährigen und der extremen Strahlkraft, die Messi während der WM verkörpert hat, finde ich die Entscheidung, den Ballon d'Or 2023 an Messi zu vergeben, richtig. Denn wenn WM-Leistungen ein solches Gewicht haben, wie sie es im Normalfall auch hatten, dann muss die WM von Messi mit einem Ballon d'Or gekrönt werden. Doch was denkt ihr? Wer sollte dieses Jahr den Ballon d'Or erhalten? Lasst uns diskutieren. Ein weiterer Ballon d'Or-Nominierter war damals Paul Pogba. Heute steht er wegen Doping-Vorfällen in der Kritik. In dem hier links verlinkten Video zeigen wir seinen Aufstieg und Fall. Die Geschichte von der Spitze und die Spritze. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Sonntag bei der Fußballtalk. Ciao.